Fahrräder, mit denen man viel transportieren kann, sind für manchen eine Alternative zum Auto. Katharina Winder ist als Kurierfahrerin nicht nur beruflich, sondern auch für private Einkäufe mit ihrem Lastenfahrrad unterwegs. Es muss auf jeden Fall schnell sein, ich muss viel draufladen können, es muss wendig sein. Ich möchte einfach schnell von A nach B kommen und möchte dabei möglichst viel transportieren können. All das erfüllt dieses Rad. Doch einen Haken gibt es. Der einzige kleine Nachteil wäre vielleicht, wenn ich jetzt im vierten Stock wohnen würde, was ich zum Glück nicht tue, dann wäre das mit dem Hochtragen vielleicht manchmal ein bisschen kompliziert. Also weil draußen anschließen kann man so ein Rad eigentlich nicht. Ein Lastenrad wiegt mehr als 25 Kilogramm. Es in die Wohnung oder in den Keller zu tragen, ist schwierig. Genau das Problem hatte Hector Steinhilber bei seiner Erfindung im Blick. Ein Lastenrad, das nicht größer und schwerer und dabei genauso leicht zu lenken ist wie ein normales Fahrrad. Ja, ich wollte ein Fahrrad entwickeln, das für den Stadtbewohner sich gut eignete zum Einkaufen. Und zwar auch für die richtigen Einkäufe am Wochenende. Also muss sein nur 16 Kilogramm leichtes Fahrrad vor allem eins: ordentlich was wegschleppen können. Um das zu erreichen, musste der Erfinder bei der Konstruktion des Rahmens neue Wege gehen. Die Lösung? Die Transportfläche befindet sich unten, hinter der Gabel. Dann habe ich angefangen zu tüfteln und verschiedene Lösungen ausprobiert, auch mit drei Rädern. Und im Laufe der Zeit hat sich das rauskristallisiert mit der Tasche, weil die Tasche ist eigentlich das Kernelement. Ich gehe einkaufen, kann diese Tasche eben einhängen an meinem Einkaufswagen. Wenn ich dann fertig bin, rauskomme, muss ich halt diese schwere Tasche irgendwie loswerden, kann sie nicht mehr groß transportieren, sonst Rückenschmerzen. Und da bieten sich diese Lösungen an, mit diesem Klicksystem. Den Rahmen hat er so konstruiert, dass die Transportfläche und die darauf liegende Last das Fahrverhalten nicht beeinflussen. Mit der Geometrie, so wie es jetzt ist, und so einem Stauraum, der eine Tasche zulässt, da fährt es eigentlich noch so wie ein normales Fahrrad auch. Wenn der Abstand viel größer wird, dann ist das Fahrverhalten auch anders. Und dann kommt man langsam in den Bereich, wo die Lastenfahrräder sind, die so eine Lenkübersetzung haben. Und das kann man auch lernen, aber es ist nicht mehr für jedermann dann gebräuchlich. Sein Rad soll sich normal fahren lassen, selbst wenn schwere Lasten geladen sind. Ob der Erfinder das erreicht hat, soll die amtierende Berliner Cargo-Bike-Meisterin für uns testen. Es sieht ja natürlich erstmal eher wie ein gewöhnliches Fahrrad aus, aber in die Tasche geht, glaube ich, schon was rein. Ja. Können wir mal ausprobieren. 80 Liter fasst die Tasche. Der komplette Einkauf der Fahrerin findet Platz, inklusive 6 Wasserflaschen. Alles in allem sind es mehr als 10 Kilogramm. So, jetzt fahr mal. So schwer bin ich noch nie gefahren. So. Also auch eine Premiere für den Erfinder. Also wenn Leute zum ersten Mal mit einem Lastenrad fahren, wo das Gewicht vorne liegt, dann ist es manchmal schwer, mit der Lenkung diese Lenkung auszutarieren. Und mir fehlt es relativ leicht, dann hiermit zu fahren. Ich bin also tatsächlich erstaunt, dass dann in diese Tasche doch relativ viel reingeht. Also das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht am Anfang. Und die Tasche bleibt trotz ihres Gewichts an Ort und Stelle. Egal ob bei einer Vollbremsung oder auf unebener Fahrbahn. Wie war es nun? Bist du gut klarkommen damit? Also das Fahrgefühl war tatsächlich stabil. Also ich glaube aufgrund dessen, dass die Last dicht an mir dran war, weil sie hinter der Gabel sitzt und nicht vor der Gabel. Dadurch war es nicht so wackelig und ich hatte nicht das Gefühl, dass es sich viel anders fährt als ohne Last. Gut, das freut mich, dass sogar ein Profi-Fahrradfahrer begeistern konnte. Schön. Ab September soll das Rad erhältlich sein.
Und der Erfinder tüftelt schon an einem Modell mit Elektroantrieb.